Im heutigen Ausblick auf die Märkte geht es um Trump, die Arbeitsmarktdaten und die Fed. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Fangen wir doch gleich mal bei Trump an, der gestern den amerikanischen Unabhängigkeitstag zu einer gigantischen Militärparade uminterpretiert hat. Eine Stunde lang kommentierte Trump jede neue Flugzeuggattung. Das ist der Typ X, das ist der Typ Y. Hurra, die Leute haben geklatscht. Die Parade diente einem einzigen Zweck, zu zeigen, dass die Amerikaner die Nummer eins sind in der Welt, der Hegemon schlechthin. Trump sagte dann, ja, es ist seit 65 Jahren kein amerikanischer Soldat mehr durch eine andere Luftwaffe umgekommen. Und das ist, weil der Himmel den USA gehört. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und Trump forderte dann die Amerikaner auf, in die Streitkräfte, ins Militär einzutreten. Interessante Aussagen für jemanden, der selber nie beim Militär war und vor allem alles in Bewegung gesetzt hat, um nicht in den Vietnamkrieg ziehen zu müssen. Da ist Geld geflossen, wie der eine oder andere sagt. Jedenfalls sind das die Punkte, die so ein bisschen jetzt vor dem Hintergrund auch des Handelskrieges interessant sind, denn eigentlich geht es ja beim Handelskrieg nicht um das Handelsbilanzdefizit. Klar, das will Trump weghaben, aber es geht ja im Endeffekt darum zu zeigen, wer die Nummer eins ist. Und jetzt hat die South China Morning Post berichtet, dass China noch zögert, Landwirtschaftsprodukte aus den USA zu kaufen, weil man erstmal Klarheit will, was ist denn mit Huawei jetzt, was soll gehen, was soll nicht gehen. All das ist völlig unklar noch und die Chinesen warten jetzt auf eine Spezifizierung der Aussagen von Donald Trump, die ja relativ allgemein gehalten waren. Dementsprechend ist da eine abwartende Haltung erstmal angesagt seitens des Chinesen, so die South China Morning Post. Wir haben dann heute im asiatischen Handel gesehen, dass die Märkte relativ unverändert sind. Wir haben eine Gewinnwarnung von Samsung, respektive deutlich schrumpfende Gewinne. Über 50% sind die Gewinne von Samsung, dem weltgrößten Semiconductor-Hersteller, Smartphone-Hersteller etc. etc. eingebrochen. Auch die Umsätze über 4% rückläufig. Und wir haben eine seltsame Auseinandersetzung zwischen Südkorea und Japan. Japan will wohl bestimmte Beschränkungen für südkoreanische Importe hier erlassen. Da geht es um vergangene Dinge, um Zahlungen für Zwangsarbeit, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen etc. Schwer hier das in kurzen Worten zusammenzufassen. Jedenfalls sehen wir hier eine neue Front, die völlig überraschend kommt, zumindest aus Sicht des Westens. Das ist die Grundsituation. Jetzt haben wir heute die US-Arbeitsmarktdaten. Und die Fed hat klar gesagt, respektive Jerome Powell bei seiner letzten Pressekonferenz, dass zwei Dinge für ihn entscheidend sind. Erstens der Ausgang des G20-Gipfels und der war ja eigentlich positiv mit diesem Waffenstillstand zwischen den USA und China. Und zweitens eben die hereinkommenden Daten. Und da sind natürlich die Arbeitsmarktdaten besonders wichtig in den USA. Die wollen wir uns mal zuletzt anschauen. Wir hatten ja die letzten Arbeitsmarktdaten so schwach mit 75.000. Der Vormonat aber dann mit 224.000 sehr stark. Nur der Februar mit 56.000 sehr schwach. Paul hat klar gesagt, dass für ihn der 3-Monats-Durchschnitt sehr, sehr wichtig ist. Und der ist gestiegen von 144.000 auf 153.000. Trotz der schwachen Zahlen hier aus dem Mai. Und wir haben insgesamt die Tendenz dazu, dass der Juni stark ist in den US-Arbeitsmarktdaten, mindestens dann, wenn der Arbeitsmarkt tight ist, also eng ist. Und das ist er ja noch, weil der Arbeitsmarkt häufig auf Konjunktur mit Verzögerung reagiert. Wir haben den Small Business im Small Business Bereich, also in den kleinen Geschäften, kleine Firmen mit 1 bis 19 Angestellten. Und da sehen wir den zweiten Monat in Folge deutliche Rückgänge der Jobs, aber die großen Konzerne möglicherweise noch nicht. Und wir sehen hier diesen Juni-Trend. Hier Juni ist saisonal eigentlich immer der beste Monat, wenn es hier darum geht, zumindest im Sommer der beste Monat, weil dann viele neue Jobs nochmal angeboten werden, Studenten auf den Markt kommen, neue Jobs bekommen etc. etc. Da gibt es einige Gründe. Jedenfalls würde das dafür sprechen, dass wir heute eher gute Daten haben, trotzdem der ADP Arbeitsmarktberichte sehr schwach war und wir gerade in den Manufacturing PMIs, also den Einkaufsmanager-Indizes für das Verarbeiten im Gewerbe, die Beschäftigungskomponente sehr schwach gesehen haben. Aber andere Dinge waren okay, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, also es gibt Argumente wie immer pro und contra. Wir werden sehen, wie die Zahl reinkommt. Jedenfalls wäre es für die Märkte natürlich jetzt erstmal
ein bisschen unangenehm, wenn die Daten gut ausfallen würden, denn dann würde das bedeuten, das Narrativ, das ja sich durchgesetzt hat, die Fed wird mehrfach die Zinsen senken, das könnte dann in Gefahr geraten. Wir haben nach wie vor etwa eingepreist eine Wahrscheinlichkeit von etwa 27%, dass die Fed im Juli sogar 0,5% die Zinsen senkt. Da ist man also sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Schauen wir uns mal die charttechnische Marktlage an. Bei den Indizes, dann könnten wir hier so ein klassisches Megafon entwickeln, wie Sven Henrik hier gezeigt hat. Da wäre dann noch Platz vielleicht bis zur 3040er Marke im S&P 500. Aktuell stehen wir ziemlich genau bei 3000 und es könnte eben möglicherweise eine solche enttäuschte Erwartung sein, dass die Fed jetzt richtig stark agiert mit den Zinssenkungen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir jetzt hier an diesen Trendkanal, an die obere Begrenzung des Trendkanals ankommen. Auch das wäre ein Punkt, der vielleicht zu bedenken ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Nasdaq, aber auch im S&P 500 im Juni alleine 6 Gaps gesehen, Aufwärtsgaps. Und normalerweise tendieren Gaps ja on the long run dazu, irgendwann auch mal geschlossen zu werden. Schauen wir uns mal noch die Arbeitsmarktdaten an. Was ist da zu erwarten? Konsenserwartung. Neue Stellen 160.000 um und bei. Wir haben dann eine Arbeitslosigkeit weiterhin von 3,6%, die allerdings nur auf dem Papier steht, um es mal klar zu formulieren. Und wir haben dann Stundenlöhne erwartet, 0,3% zum Vorjahresmonat und 3,2% zum Vormonat und 3,2% zum Vorjahresmonat. Und das ist auch ein Thema. Stundenlöhne sollte man darauf achten. Sollten die stärker steigen, würde das dann doch für einen gewissen Inflationsdruck sprechen, aber we will see. Schauen wir uns die Charts an, gucken uns an, was da der Fall ist. Wir starten erstmal mit diesem Kameraden, das ist der Dow Jones, 27.005 Punkte. Wir werden hier also über der 27.000er Marke. Was haben wir noch? Wir haben den S&P 500 genau an der 3000er Marke, jetzt hier auf Future-Basis CFD-mäßig getaxt. Wir haben dann den DAX bei 12.634 Punkten. Wir sehen, dass Gold sich bei 1.417 Punkten hält. Heute übrigens Julie Shelton in einem CNBC-Interview, kurz nach den Arbeitsmarktdaten bei Rick Santelli. Und wir haben dann den Euro bei 1.1279. Also, es wäre ungünstig, wenn die Arbeitsmarktdaten zu gut ausfallen. Zu schlecht sollten sie auch besser nicht ausfallen, damit das Narrativ nicht in Gefahr gerät. Die Wirtschaft kühlt ab, die Fed senkt massiv die Zinsen und das ist doch ein super Zeichen, solange wir keine Rezession bekommen. Wir haben derzeit jetzt die Erwartungen für die bald beginnende US-Berichtssaison bei minus 2,3%, eine Earnings-Recession, die Märkte gleichwohl auf Allzeithoch. Warum auch nicht? Wir werden sehen, wie es ausgeht bei um 14:30 bei Finanzmarktwelt. Schauen wir uns die Daten an dann und werden sie genauer analysieren. Seien Sie da dabei. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Ciao.